Willkommen. Mal wieder ein grausamer Schicksal, was uns ja bald alle treffen wird. Das Einbetten von YouTube-Videos wird kostenpflichtig sein. Genau, da wundert sich der ein oder andere jetzt. Das ist eine kleine Meldung über YouTube. Also GEMA hat YouTube dazu aufgefordert, dass das Einbetten von YouTube-Videos kostenpflichtig sein soll. In Österreich hat die Urheberrechtevertretung die Mitglieder gefragt. Hier Link nochmal auch in der Beschreibung. Die Urheberrechtevertretung von Österreich hat ihre Mitglieder gefragt, ob das Einbetten von YouTube-Videos kostenpflichtig werden soll oder nicht. Und da haben die meisten Mitglieder auf Ja geantwortet. Also haben ja angekreuzt. Also meiner Meinung nach finde ich das Ganze echt lächerlich. Was GEMA da anstellt, ja, die fordern YouTube dazu auf, dass die Einbettung von YouTube-Videos etwa auf, also zum Beispiel auf Blogs, auf Webseiten oder als Hyperlink oder wenn man das Ganze jetzt auf Facebook teilt, Geld kosten soll. Zahlt man das Geld nicht, kommt die, ja, ach so schöne, angenehme Abmahnung, dass man das Geld wirklich zahlen soll. Und wenn nicht, da hat man halt, wie gesagt, eine Abmahnung. Und das kann, das ist gar nicht schön, sage ich euch jetzt. Also, ich wollte euch nur mal kurz darauf hinweisen, habe ich vergessen auch zu sagen. Mindestens 20 meiner Abonnenten haben mich angeschrieben und haben mich gefragt, was soll das Ganze? Und deshalb dieses kleine Video darüber. Ich wollte euch nur mal kurz darüber aufklären. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.